Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, ich hab's immer noch im Urin, dass es bald zu Ende ist hier. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Entsprechend habe ich beim letzten Mal... Jetzt geh doch mal weiter hier. Habe ich beim letzten Mal einen kleinen Cut gemacht. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Troller da hinten ist, aber die kann uns... Ich will jetzt nichts so schnell sagen, aber die kann uns scheinbar... Ich hab sie nicht gehänselt. Aber ich hab's auch nicht verhindert. Nichts anhaben, als sie weg war, habe ich jeden Tag nach ihr gesucht. Aber da war es zu spät. Ich muss sie finden. Mich entschuldigen. Ja, die Frage ist nur, ob eine Entschuldigung da reicht, ne? Boah, ich dachte gerade, rechts wäre so ein Viech. Okay. Okay. Machen ja alles aus. Also wir löschen alles aus hier. Alle Feuer. Habe ich mich jetzt verstanden? Das sah jetzt irgendwie nicht gut aus. Ist da irgendwas drin? Wir müssen nach links gleich. Steht scheinbar erstmal nichts rum. Ah, ich bin, wie gesagt, da ein bisschen vorsichtig. Hier müssen wir auch wieder was drehen. Okay. Da ist wieder Minenschacht. Nichts. Okay, dann machen wir erstmal das. Nichts. Auch nichts. Ich wollte gerade sagen, dadurch werden wir wahrscheinlich dann die Feinde holen. Ich weiß aber nicht, ob die nicht schon da sind. Okay. Ich hoffe. Ne? gut. Oh, diesmal haben wir 4. Okay, dann brauchen wir... Das geht nach hinten. Ach so, das geht. Moment, das geht noch. Ja, das kann ich nur so blöd machen. Wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Wieso kann ich nicht nach oben? Hallo? Jetzt kann ich nach oben. Kann ich auch nicht drehen? Wieso kann ich manche drehen und manche nicht? Das finde ich doof. Wenn wir das jetzt darüber machen würden, dann würde das auf jeden Fall auch gehen. Okay, so bekomme ich auf jeden Fall schon mal Strom hier oben rein. So, aber das habe ich jetzt nur in eine Richtung. Ach so, Moment. Ja. Okay. Ich dachte gerade, da stand jetzt was. Na. Oh. Die Generatoren laufen wieder. Und jetzt bricht ein Dinosaurier, ein Velociraptor irgendwo durch mit... beziehungsweise man findet vorher einen Arm von jemandem. Na, welchen Film meine ich wohl? Moment. Die will... Ach so, dann geht das da hoch, oder wie? Aber ich komme hier nicht durch. Ich muss dann tatsächlich... Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich... Das hört sich gerade gar nicht gut an, irgendwie. Ich muss wahrscheinlich was zum Werfen finden. Habe ich denn hier noch was? Achso, ja, ganz hinten, ne? Muss ich da jetzt echt nochmal komplett zurück? Oder hatte ich hier...
Naja, hatte ich nichts dran. Ach nee, da kann ich auch nicht mehr zurück. Wie soll ich das denn machen? Liegt hier nicht irgendwo zufälligerweise eine Dose rum oder so? Ich habe halt nur noch meinen Feuerlöscher. Den möchte ich sehr ungern werfen. Ich denke auch nicht, dass man da... Wobei da hinten... Ist da hinten noch was, was man eigentlich rüberholen müsste? Das sieht so aus, ne? Das Problem ist, das Ding ist halt zu. Es geht auch nicht hoch, wenn ich das hinten hoch mache, oder? Können wir mal eben ausprobieren. Ne, da geht nur das hoch. Ja, und so schnell ist man unmöglich, dass man die Treppen runterrennt und dann nach links rüber. Abgesehen davon, von da aus können wir auch nicht hochgehen, oder? Also das, oder kann man jetzt da drunter klettern? Nee, auch nicht, ne? Darf man auch nicht. Wegen Verletzungsgefahr. Darf man hier nicht rum. Also irgendwie stehe ich jetzt entweder auf dem Schlauch, dass ich irgendwas übersehe. Oder ich weiß es nicht. Kann ich da? Aber damit habe ich jetzt im Endeffekt nur den Strom angemacht. Da kann ich nichts mehr machen. Ah, Moment. Was ist das? Bethelwood-Umsiedlungsplan? Alt-Bethelwood. Neu-Bethelwood. Wie alt ist die? Ich wusste nicht, dass es zwei Bethelwoods gab. Zwei Städte. Das erklärt, was ich im Teleskop gesehen habe. Aber das bringt mich nicht weiter. Das ist das Problem. Nein! Euer Ernst jetzt. Ich dachte, das hatte ich vorher schon gedrückt, damit ich das andere... Okay. Jetzt kann ich bestätigen, ich stand wirklich etwas auf dem Schlauch. Lauf, 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 lauf. Direkt zwei, das ist ja mal richtig geil. Funktioniert das jetzt nicht? Hallo? Boah. Ich hasse solche Sachen auf Geschwindigkeit. Mann. So. Okay. Okay, okay. Holen wir das wieder runter? Sehr schön. Also sehr schön, dass ich es jetzt verstanden habe, meine ich. Gut. Ah, okay, dann geht das automatisch auf. Ja, das ist ja praktisch. Okay. Ja, ja, die haben wir voll. So, da müssen wir sowieso links rum. Da steht nichts davon, dass wir da rechts rein können oder sollen. Okay. Emily, du wirst nie wieder leiden.
Fast da, Emily. Warte auf mich. Ich trau dem Braten nicht. Bin ich ganz ehrlich? Oh, jetzt weiß ich, warum ich dem Braten nicht traue. Oh nein, 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 keine Puppen. Links ist ein Feuer, aber die sieht mich, wenn ich das Feuer... Ich weiß nur nicht, wie ich da laufen muss. Lass mich helfen. Nein, danke. Nein. Oh, Scheiße. Ich kann doch nicht hinter der rum, ne? Komm her. Macht die den Kopf anders? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, die dreht den Kopf, die dreht den Kopf, die dreht den Kopf. Theoretisch müsste ich die einfrieren und da hinten, glaube ich, durchkrabbeln, so wie es aussieht, oder? Oh Gott. Lass mich helfen. Sag mir bitte, dass sie da nicht durchkommt. Lass von mir, dass die Puppe da durchkommt. Hey, den brauche ich. So nah dran. Ich finde einen anderen Weg. Da hinten steht sie. Jetzt sag mir nicht, dass der andere... Ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, dass der andere Weg an den Puppen vorbeiführt. Oh, ihr seid so fies, ihr seid so fies. Was macht dieses Spiel mit mir, ganz ehrlich? Oh, ich würde gerne... Ich plädiere dafür, dass das Spiel jetzt bald zu Ende ist. Oh, das ist so eine Krähe, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, das wäre wieder so ein Feuerding. Moment, kann ich wieder nicht sehen. Aber so grob muss ich geradeaus so nach links. Nur, dass die mich natürlich direkt sehen wird. Dreht die sich oder bleibt die so stehen? Bleibt so stehen, oder? Aber ich höre wieder so eine Kackpuppe. Ja, ich höre wieder so eine Kackpuppe. Das Problem ist, die scheiß Puppe läuft da hinten rum. Bist du da? Oh Gott. Ja, ich vertraue dir, soweit ich dich werfen kann. Bin ich da? Ich bin nicht da. Oh Gott. Kann man da rechts dran vorbei? Ich denke, ich hoffe. Wie nah kommt die noch hier rum? Lass mich helfen. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Das ist wieder so eine scheiß Krähe. Oh, ich krieg die Kotze. Ich krieg wirklich die Kotze. Da hinten steht der nächste, oder? Nee, da ist eine Puppe. Sehen, wo die Puppe hinrennt. Das ist gerade mein Problem. Hallo, Puppe, wo bist du? Also ich denke, es wird wahrscheinlich am besten sein, wenn sie auf dem Weg zur anderen Seite ist. Ach, da guckt sie auf die andere Seite. Bist du da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
ich hier irgendwas machen? Das ist... Ich weiß nicht, was besser ist, ob ich an dieser Puppe vorbeilaufe oder an der anderen. Versteck dich nicht. Ich schätze, hinten wäre das besser, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Du kannst mir vertrauen. Wo ist denn die andere jetzt? Da, okay. Oh, scheiße. Oh, ich muss so oder so an beiden vorbei, oder was? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh mein Gott. Bist du da? Nein, ich bin weg. Emily. Natürlich helfe ich dir. Oh nein! Lauf, Emily, lauf! Nein, nicht laufen! Wir wissen doch, dass es nicht gut Emily, geht. Lauf. Ich sehe vor allen Dingen nichts. Lauft. Die lässt Emily einfach zurück, weißt du? Die läuft hier so vor. Oh, lauf, 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 lauf. Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Was? Nein! Wir haben so viel durchgemacht. Und nur eine von uns kann gehen? Sally, du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung! Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Ich gehe natürlich raus. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Mehr kann ich nicht machen. Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Gut, ich meine, er hat ja schon gesagt, es ist verdammt wichtig, dass ich ihr das Ticket gebe. Und wir müssen ja jetzt die Heldin spielen. Entsprechend geben wir ihr natürlich das Ticket. Tut mir leid, Emily. Es tut mir so leid. Ich hätte von Anfang an für dich da sein sollen. Doch das war ich nicht. Ich wusste nicht, was du durchmachst. Als du weg warst, musste ich dich finden, denn ich konnte mir nicht verzeihen. Doch ich lass dich
ihr nicht allein. Nein, Sally! Du musst das nicht tun, bitte! Wäre ich nur eine bessere Cousine. Ich hab dich lieb. Ja, das war Güld. Ehrlich gesagt bin ich jetzt noch ein bisschen mitgenommen vom Ende, weil ich fand's schon irgendwie scheiße. Also, er hat ja gesagt, der einzige oder das einzig Richtige oder der einzige Weg, ich weiß nicht mehr, wie er das gesagt hat, ist, ihr das Ticket zu geben. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass jetzt noch irgendwas anderes kommt, so die gefühlt 2 Millionen Tickets, die wir gefunden haben, dass er mir daraus vielleicht ein neues macht oder weiß ich nicht, dass er sagt, ja, du hast dich jetzt aufgeopfert, hast sie jetzt weggeschickt, hast am Ende deinen Fehler eingesehen, deswegen dürft ihr beide raus. Aber da war ja irgendwie gar nichts von. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich fand das Ende jetzt irgendwie scheiße, weil wir haben jetzt alles durchgemacht und alles mitgemacht. Klar, wir haben das letztendlich ja erreicht, was wir wollten. Also wir haben sie gefunden, unsere Cousine, und wir haben sie gerettet. Und ja, wobei, ich weiß halt nicht, wie das mit dem gerettet ist. Ich meine, sie geht jetzt wieder zur Schule, wird wahrscheinlich da weiter gemobbt, wird weiter drangsaliert, vielleicht verprügelt. Ich weiß ja nicht, was da alles abgelaufen ist. Ich habe so verstanden, dass das ihre Geschichte war, die in diesen Büchern stand, weil da war ja auch so eine Andeutung, immer wenn sie sich an irgendwas erinnert, dass sie das dann in den Büchern drin findet oder so. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr gut, dass dieses Spiel wieder ein Spiel ist, was auf wirklich ernste und alltägliche Themen aufmerksam macht. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich kenne sehr, sehr viele Kinder, die teils gemobbt werden, teils noch weiter, wo noch weiter gegangen wird. Also nicht nur so, nur in Anführungszeichen, diese Psychospielchen, wo man einen psychisch mit fertig machen will, weil ja, man halt alleine sich klein fühlt und denkt, in der Gruppe ist man stark, wenn man dumme Sprüche bringt oder sowas. Sondern ich kenne auch Kinder, und das geht wirklich seit der Grundschule, erste Klasse los, die zusammengeschlagen werden, teilweise sogar krankenhausreif. Und ich kann nur sagen, es muss was getan werden. Es muss ganz dringend was getan werden. Da muss man, wie ich glaube schon mal erwähnt hatte, jetzt hier in dem Let's Play, wirklich von der Wurzel an was tun. Nicht nur die Opfer in dem Fall irgendwie psychisch betreuen, weil das bringt einen natürlich auch nichts. Das kann natürlich die Seele stabilisieren, aber es hört dann nicht auf, weil sobald der erste von der Schule weg ist, wird der nächste gemobbt von den Kindern, die zum Beispiel sitzen bleiben. Oder wenn die Kinder später in eine Ausbildung kommen oder so, dann wird da alles weitergeführt. Weil das Problem ist halt, wie gesagt, es sind Kinder/Jugendliche, die denken, dass sie, die halt Minderwertigkeitskomplexe haben, die denken, dass sie nichts wert sind und entsprechend sich dann in Gruppen zusammentun und versuchen, diese Minderwertigkeitskomplexe dann rauszulassen oder wegzudrängen, sage ich jetzt mal, indem sie eben auf andere losgehen. Natürlich immer nur auf einzelne Leute losgehen. Ich habe es auch schon oft mitbekommen, dass sich wirklich Gruppen treffen und, ich weiß nicht, mit 10 Jungs auf ein Mädchen einprügeln. Und es kann und es darf einfach nicht sein. Und da muss man wirklich an die Wurzel gehen, wo auch immer diese ist. Es gibt natürlich mehrere Gründe oder mehrere Anfänge, wo das Ganze anfängt. Aber man muss immer nicht nur dem Opfer, sage ich jetzt mal, psychisch zur Seite stehen, mit Hilfe von Psychologen oder sowas, sondern auch den Tätern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die müssen aufgebaut werden, dass sie merken, auch alleine, ja, haben sie halt
wie soll ich das sagen, auch alleine gehen sie halt durch diese Welt und sie brauchen keine Leute, mit denen sie dann zu zehn auf einem rumprügeln, sondern sie können sich halt verbal dem Ganzen stellen beispielsweise oder dumme Missverständnisse aus dem Weg räumen. Wie oft hört man in den Medien beispielsweise, dass es irgendein blödes Missverständnis war. Gerade aktuell wieder der Fall, ich weiß den Namen des Mädchens nicht mehr, ich glaube es war 10 oder so. Die Täter waren 11 und 12, glaube ich. Also steinigt mich nicht, wenn ich mich da jetzt vertue mit den Zahlen. Und es passiert nichts. Die werden jetzt einmal am Tag psychologisch betreut, was natürlich nicht verkehrt ist, da sage ich nichts gegen. Aber es passiert halt nichts. Und die beiden Mädchen haben sich zusammengetan, haben geplant, vorsätzlich, das dritte Mädchen zusammen zu ermorden, was sie auch gemacht haben. Und man weiß nie, wie weit Mobbing geht und man weiß auch nicht, wie beispielsweise in Amerika, wer dann plötzlich durchdreht, sich irgendwelche Waffen schnappt und dann einfach alle anderen niederknallt, die vorher jemanden gemobbt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, die ist sehr, sehr heftig teilweise in den Szenen. Ich komme auch gerade nicht mehr drauf, wie die heißt. Das war eine Serie, wo so Hörspielkassetten verteilt wurden. Wenn ihr wisst, was ich meine, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es war eine Netflix-Serie, soweit ich mich erinnern kann. Könnte auch eventuell Prime gewesen sein. Wo so Hörspielkassetten verteilt wurden von einem Mädchen, was in den Kassetten halt angibt, dass sie vergewaltigt worden ist, dass sie gemobbt worden ist und. Und mit den Tätern sozusagen aufräumen möchte. Und das ging, glaube ich, über ganze 3 Staffeln. Wobei ich sagen muss, die erste fand ich psychisch wirklich am bedrückendsten. Also die hat mich persönlich auch als Mutter sehr, sehr fertig gemacht. Und ja, bevor ich jetzt hier noch lange rumrede, es tut mir leid, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema. Wenn ich nur eine Person von euch erreichen kann, die da vielleicht mal drüber nachdenkt, sei es jetzt in der Opferrolle oder sei es jetzt in der Täterrolle, die drüber nachdenkt, was da passiert, oder auch nur eine einzige Person von euch erreichen kann, die beim nächsten Mal nicht mehr einfach wegschaut, und damit halt die Opfer oder das Opfer alleine lässt, hat meine lange Rede jetzt zum Ende doch noch irgendwo einen Sinn gehabt. Und ja, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich heule hier gleich rum. Aber es ist wirklich ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr stark angreift psychisch. Und ja, wo ich halt wirklich wichtig finde, dass das Ganze auch an die Öffentlichkeit gerät. Und dass halt wirklich insbesondere Kinder/Jugendliche extremst darüber nachdenken und natürlich auch Erwachsene, falls jetzt hier Erwachsene bei dem Let's Play zugeschaut haben, dass die auch darüber nachdenken und ja, auch Hilfe holen, wenn sie was mitbekommen oder falls sie was mitbekommen, dass es jemand anderem halt eben passiert, aber nicht dabei sind in der Situation, dass man da vielleicht irgendwie Hilfe geben kann oder so. Ich weiß, das ist immer einfacher als gesagt, aber ich weiß, dass wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten, sind wir alle stark und wir sollten uns nicht, egal ob von den Medien oder von irgendwelchen einzelnen Vollidioten oder Grüppchen oder sowas, sollten wir uns nicht spalten lassen, sondern wirklich zusammenstehen, immer Respekt voreinander haben und halt immer, soweit es geht, versuchen auch Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und ja, für die jetzt denken, wann hält sie jetzt endlich ihre Klappe? Das ist jetzt auch mein Schlusswort zum Thema gewesen. Wie gesagt, ich finde das Ende sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Enden eventuell gibt, aber ich denke mal nicht, weil wir haben ja sehr vieles sehr gut gemacht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die das Let's Play geschaut haben. Und auch vielen, vielen Dank, dass ihr das bis zum Ende geschaut habt. Es ist halt wirklich ein wichtiges Thema. Tragt es in die Welt hinaus. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.